Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Okay, jetzt sitzen wir hier, machen Podcast wie immer, sind ganz entspannt, aber das Wochenende war jetzt gar nicht so entspannt, fand ich. Das waren die Landtagswahlen. Wie siehst du das denn, Mailin? Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber auf der anderen Seite habe ich es ehrlich gesagt auch irgendwo erwartet, dass die so ausfallen, wie sie ausgefallen sind. Ich glaube, man konnte das erwarten und das Ergebnis ist eigentlich so, wie es vorhergesagt ist, aber irgendwie stirbt die Hoffnung doch zuletzt, oder? Also was ich tatsächlich ja auch erstaunlich fand, ich meine, Thüringen, das war ja ganz eindeutig ein sehr blaues Ergebnis, aber in Sachsen war das, glaube ich, so, dass da auch eine starke linke Gegenbewegung existiert hat, oder irre ich mich? Naja, so oder so. Also wir müssen mal überlegen, sind wir eigentlich überhaupt ein politischer Podcast? Wollen wir überhaupt darüber reden? Ich weiß das nicht so genau. Andererseits ist natürlich, ja, Fahrradverkehrspolitik schon immer unser Thema und das hat in der Entscheidung bei der Wahl wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, wie verkehrspolitisch in den Ländern agiert wird. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie weit wir in das Thema wirklich einsteigen sollen. Ja, aber die andere Sache ist natürlich auch, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist die Frage, ob man das dann irgendwie wegschweigt und sich irgendwie am Ende vielleicht Vorwürfe macht, dass man es nicht doch besprochen hat. Wir hatten gestern eine Situation bei uns im alten Fischereihafen in der Fahrradvermietung. Da kam eine Frau rein und hat ganz entsetzt ihr Fahrrad zurückgegeben und gesagt, in diese Stadt kommt sie nie wieder. Weil da draußen im Kutterhafen wäre ein Fischkutter gewesen, der hätte die AfD-Flagge gehisst und das würde gar nicht gehen. Sie würde eine Beschwerde an die Stadt Cuxhaven schreiben und wir sollen doch bitte dieses Fahrrad jetzt zurücknehmen. Sie möchte die Stadt auf sofort verlassen. Ja, da kann man mal sehen, wie krass das ist und ich kann sie sogar verstehen. Also wenn hier ein Fischkutter mit einer AfD-Fahne rumfährt, finde ich das auch gar nicht witzig. Und trotzdem ist die AfD natürlich eine politische Partei, die nicht verboten ist, noch nicht verboten ist und somit im politischen Spektrum ist. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, warum wählt denn jemand die AfD? Und das ist natürlich das, wo ich mich frage, wie kann es dazu kommen? Ich habe da sehr interessante Themen von der Politpsychologin oder Thesen von der Politpsychologin gehört, die sagt, also erklärt das relativ gut. Ich will das gar nicht jetzt hier lang und breit erklären. Aber viele wählen ja die AfD und wissen oder müssten eigentlich wissen, dass nicht ihre persönlichen Themen vertreten werden. Also die AfD schlägt vor, mehr Geld für Leute, die viel verdienen. Die AfD schlägt vor, weniger Kindergartenplätze und, Kita-Plätze. Also das sind natürlich alles Themen, die den Wählern, die wählen, natürlich persönlich schaden. Und trotzdem sehen sie das nicht. Und ich glaube, es ist nicht so, dass sie gegen ihre eigenen Interessen wählen, weil sie das erkennen, sondern sie erkennen das dann nicht. Und ich glaube, das ist das Problem. Und wenn wir jetzt auf fahrradpolitisch zurückgehen, ich glaube, die AfD wird keinen einzigen Fahrradweg bauen. Die wird ähnlich wie die FDP eher Fußgängerzonen zurückbauen und Fahrradwege abbauen oder beziehungsweise sich überhaupt nicht drum kümmern. Und wenn du gerade auf die politische Linke anspielst, die wird sich auch nicht im geringsten dafür interessieren, ob es eine bessere Schulbildung gibt oder mehr Kita-Plätze oder mehr Fahrradwege oder sonst irgendwas. Das ist alles gar nicht deren Thema. Und trotzdem werden diese Parteien gewählt. Das ist natürlich schon ein bisschen frustrierend. Ja, ich glaube, das ist dieses stumpfe, einfach Hauptsache gegen das, was jetzt gerade ist, weil sie irgendwie mit irgendwas scheinbar unzufrieden sind und dann Hauptsache dagegen sein. Ja, aber es gibt ja auch positive Veranstaltungen gerade, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Podcast gehört. Wir hatten ja mal einen Gast hier bei uns, als es um das Bike Navy Rennen hier in Nordholz ging. Da war Robert Förstemann da und jetzt gerade finden ja die Paralympischen Spiele in Paris statt. Und da haben Ulbricht und Förstemann als Tandem-Duo auf der Bahn am Sonntag die Bronzemedaille geholt. Ja, Bronze, das ist doch also wirklich fantastisch. Immer eine tolle Nachricht. Hast du das Rennen gesehen? Nee, gesehen habe ich es nicht, aber ich habe mich natürlich riesig gefreut. Also ich habe dann nachher im Anschluss die Zusammenfassung gesehen. Okay, ich war unterwegs, ich habe das am Wochenende gar nicht mitgekriegt. Ich hatte mir ja vorgenommen, das mir unbedingt anzugucken, auch im Fernsehen. Aber leider habe ich es auch nicht gesehen, aber also Bronze, sensationell. Herzlichen Glückwunsch an das Team. Und es gibt ja tatsächlich auch noch eine weitere Sportveranstaltung mit einem sensationellen Ergebnis.
Ja, hier, okay, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast schon so ein süffisantes Grinsen im Gesicht. Du gehst schon nochmal mit mir Radfahren, oder? Oder hat das jetzt gar keinen Wert mehr? Fühlst du dich jetzt als Frau einfach so überlegen, dass du sagst, mit dir gehe ich nicht mehr Radfahren? Nein. Du weißt ja, ich bin da weder feministisch veranlagt noch irgendwas anderes. Ich bin da sehr, sehr human. Ich würde mit dir Radfahren gehen. Ah ja, nochmal Glück gehabt. Also worauf, wenn du jetzt noch nicht genau weißt, worauf wir abzielen, es gibt in Österreich ein Langstreckenrennen. Ich glaube, der Name, hast du den gerade parat? Ja, Race Around Austria. Das ist ein wirklich langes Langstreckenrennen. Ihr könnt euch vorstellen, einmal rund um Österreich, sehr, sehr viele Höhenmeter, sehr, sehr viele Kilometer. Und tatsächlich ist eine Frau Siegerin. Also ich habe irgendwie einen Kommentar gelesen, an einem Anstieg sind die Männer, die so fulminant gestartet sind, alle vor ihr gewesen. Und sie hat dann so einem nach dem anderen ganz langsam überholt und hat gemerkt, dass die sich am Anfang verzockt haben und zu schnell gefahren sind. Und sie ist dann so ganz langsam an denen vorbeigefahren und hat sie alle eingesammelt und eingeholt. Und am Ende war sie vorne. Ja, und das tatsächlich das allererste Mal, seitdem es dieses Rennen im Grunde genommen gibt, hat eine Frau den ersten Platz gemacht vor einem Mann und das sogar mit 2 Stunden Unterschied. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, 2 Stunden Vorsprung rausfahren auf so einem Rennen, das ist auch dann schon eine ganze Menge, obwohl das natürlich wirklich langes Rennen ist. Die größte Veranstaltung davon oder die bekannteste, glaube ich, das Race Across America. Jetzt warten wir mal, wann da eine Frau gewinnt, oder? Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall sieht man, alles ist möglich. Und ich habe das schon länger im Hinterkopf. Ich habe mal gehört, dass diese ganz ultra langen Distanzen beim Laufen, also ihr Vierfach-, Fünffach-Marathon, dass Frauen da sowieso immer vorne mit dabei sind oder auch mal oder öfter mal siegen. Weil? Weil das so ist. Ich glaube, Frauen halten dann länger durch, sind dann zäher. Ja, vielleicht ist es einfach auch dieser Biss oder dieser Wille, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, wir können ja dann auch dickköpfig sein und wollen das durchziehen. Ob rein stur und dickkopf da reicht, weiß ich noch nicht, aber also auf jeden Fall eine sensationelle Leistung. Auch hier super Glückwunsch und dann nochmal Glückwunsch an dich. Du hast ja auch eine super Leistung hingelegt, ne? Ja, ich bin selber total überrascht. Also ich bin, musste sagen, ich habe die letzten Tage noch ganz schön davon gezehrt, positiv natürlich. Wovon genau, das wirst du jetzt gleich erfahren. Marlene hat einen Triathlon gemacht und zwar über die olympische Distanz. Genau. Ne? War richtig, ja. Olympisch, ne? Olympisch, sag nochmal, was ist olympische Distanz? Eine olympische Distanz sind 1,5 Kilometer Schwimmen, damit startet man, dann geht man in die Wechselzone, macht 40 Kilometer, steigt man dann aufs Rad und danach läuft man nochmal 10 Kilometer. Okay, das war hier der Heimtriathlon in Otterndorf. Wunderschöne Veranstaltung und es war auch ganz gutes Wetter. Es war ein bisschen aufgewühlt, weil der Tag davor viel Wind war und sowas. Morgens auch noch ein bisschen windig, ne? Ich finde das. Aufgewühlte See. Also, ich finde das nett, was du gutes Wetter nennst. Ja, ich fand das. Also, ich war ja nicht da, aber ich fand das Wetter an dem Tag gar nicht so schlecht, weil. Ich habe das schon bei ganz anderem Wetter erlebt. Von daher habt ihr relativ, ja, es war nicht zu heiß. Ja, das es war nicht stimmt. zu kalt. Ja. Der See war warm. Ja. Aber auch eben sehr verkrautet, glaube ich. Das genau. war ein bisschen das Problem, ne? Ja. So richtig schwimmen. Und du hast aber viel Kraulen trainiert und bist dann aber anders geschwommen, ne? Ja, das ist total verrückt. Also das war ja mein allererster Triathlon. Ich wusste halt so gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte ja hier in dem Podcast hatten wir ja mal den Triathleten, der so grob gesagt hat, wie man ungefähr trainieren soll. So jede Disziplin einmal die Woche in der Distanz, eben mindestens, die du auch dann antrittst. Das habe ich dann auch so im Großen und Ganzen gemacht. Hab dann, ich glaube im Dezember habe ich angefangen, schwimmen zu lernen. Also ich konnte ja nie kraulen. Ich habe das nie in der Schule gelernt. Ich habe mein Seepferdchen und Freischwimmer, aber das war's dann auch schon. Da hast du das halt nicht gelernt. Und da habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, wie man richtig krault und habe das dann irgendwie versucht, mir selber beizubringen. Und war dann am Ende auch tatsächlich mit einer Zeit unterwegs, mit der ich auch ganz zufrieden war. Habe auch ein paar Mal so See trainiert, aber halt nicht in Otterndorf. Also da in dem See, wo ich trainiert habe, der war sehr windgeschützt. Also da hat man so immer glattes Wasser gehabt. Und das mit dem Wind hat mir dann tatsächlich doch ganz schön den Stecker gezogen in Otterndorf. Also ich bin gestartet, hatte einen Ruhepuls von 120, weil ich so aufgeregt war, dass ich so den Startschuss verpasst habe. Dann alle sind hektisch ins Wasser gesprungen und losgerannt. Und du hast gedacht, wo wollen die hin, ne? Ja, es war so, oh, jetzt geht's schon los. Okay, ja, dann hinterher und nicht eingeschwommen und weil alle anderen hatten halt auch so diesen Triathlon-Anzug, also über dem Triathlon-Anzug noch ein Neopren und den hatten wir halt nicht. Also meine Freundin und ich, die Freundin, die mit mir gestartet ist, auch nicht. Und wir hatten halt nur den ganz normalen Triathlon-Anzug und haben gesagt, wir schwimmen uns mal besser nicht ein,
weil sonst kühlen wir ja aus, weil es halt so, wir hatten halt 33 km/h Wind und das war dann doch ein bisschen frisch, wenn du da jetzt nass gestanden hättest. Und dann sind wir halt so in diesem Tumult da reingesprintet und ja, dann kamen die Wellen und dann habe ich erst angefangen zu kraulen, habe dann gemerkt, dass ich doch so 3 Liter Wasser verschluckt habe und dass das nicht so kompatibel mit mir ist. Hab dann versucht, Brustschwimmen zu machen, um mich irgendwie einigermaßen zu beruhigen und hab dann wirklich so Panik gekriegt im Wasser, weil ich nicht wusste, wie ich mit diesen Wellen umgehen sollte, dass ich mich erstmal zurückfallen lassen habe, kurz irgendwie 3-mal durchgeatmet habe, dann die allerletzte war und gesagt habe, so, jetzt schwimme ich mit Brust. Also das Schwimmfeld von hinten sehen, das kenne ich. Ja, aber erstaunlicherweise, was du eben auch schon bei dem Anstieg gesagt hast, bei Race Around Austria mit der Frau, ich habe mich dann ja gefasst, ich habe gesehen, ich bin die Letzte, okay, aber aufgeben war für mich halt auch keine Option zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich halt ganz kontinuierlich, ganz entspannt meine Züge genommen und ich war dann so schnell, dass ich noch 8 Leute im Wasser eingeholt habe. Ja, das habe ich zum Beispiel noch nie geschafft. Aber okay, dann bist du durch, also du bist komplett Brustschwimmen, hast du dann gemacht oder ja, bist also du nochmal gekrault? Ja, also ich habe das tatsächlich zwischendurch nochmal versucht mit dem Kraulen, also du bist im Grunde genommen immer so ein Viereck geschwommen. Musstest 3 Runden schwimmen, weil eine Runde waren 500 Meter. Und bis zur ersten Boje habe ich das dann irgendwann geschafft, mich zu fassen. Und dann auf dem Rückweg bei der zweiten Boje hatte ich quasi ja die Wellen von hinten sozusagen, oh, okay. Also Rückenwind. Und da habe ich dann versucht, nochmal zu kraulen, aber habe dann festgestellt, dass ich das so orientierungstechnisch nicht so gut hingekriegt habe. Ich habe mich nämlich gewundert, warum die anderen auf einmal abbiegen, aber ich war diejenige, die abgebogen ist. Okay. Also das gibt dann wohl offensichtlich doch noch ein paar Probleme beim Schwimmen, die man mit mehr Training vielleicht dann noch in den Griff kriegen kann, oder? Ich glaube auch. Also man weiß jetzt auf jeden Fall, woran man arbeitet und ich glaube, Einschwimmen macht tatsächlich auch Sinn. Und Neoprenanzug auch, glaube ich. Das weiß ich nicht. Also ich fand das Wasser sehr warm. Also ich habe gehört, ich bin noch nie mit Neopren geschwommen. Ich weiß es nicht genau. Also die Leute sagen ja, dass du mit Neopren höheren Auftrieb hast, dass du besser im Wasser liegst. Und natürlich die Temperatur, wobei du ja vorhin schon gesagt hast, es war jetzt nicht kalt, also das Wasser war wirklich warm. Also ich glaube, der entscheidende Vorteil ist der Auftrieb. Ja. Also weil die Neoprenanzüge, die wirklichen Triathlonanzüge haben sogar Auftriebshilfen an den Schienbeinen und sowas. Okay, allerdings waren die Leute halt auch viel, viel länger in der Wechselzone. Also ich war in einer Minute raus und die haben teilweise 5 gebraucht. Ja, das musst du erstmal rausschwimmen. Das musst du rausschwimmen. So, ich Wechselzone. Da bist du rein in die Wechselzone in deinem Triathlon-Buddy und dann musstest du dich ja nicht umziehen, bist dann direkt so Rad gefahren. Genau, ich bin dann Schuhe nur Schuhe hattest du ja zum Schwimmen nicht an, die musstest du nicht ausziehen, aber du musstest die anderen anziehen. Waren die schon eingeklickt am Fahrrad? Das ist so, das ist immer die spannende Frage. Nein, weil ich habe keine Triathlon-Radschuhe gehabt. Also diese Triathlon-Radschuhe, die haben ja so eine Schlaufe und ich habe dann so in Videos gesehen, dass man die so mit so einem Gummiband dann irgendwie an einer Kurbel festmacht. Und das ging mit meinen. Ich hatte ja nur Gravel-Schuhe. Und deshalb habe ich die ausgeklickt gelassen, vor allem, weil ich dann gedacht habe, dann stürzt du beim Rauslaufen auch nicht. Dann habe ich die angezogen, also erst Socken angezogen. Die habe ich dann schon so umgekrempelt, damit das schnell geht. Und bin dann aufs Rad gestiegen, rausgerannt und das ging auch tatsächlich gut. Ich habe dann auch im Nachhinein gehört, also es waren ja wirklich viele Arbeitskollegen auch da, worüber ich mich total gefreut habe. Und da hieß es schon, dass ganz viele Leute bei der Wechselzone auf dem Rad, bei diesem Aufsteigen aufs Rad, sich aufs Maul gelegt haben. Und das ist dir aber nicht passiert. Nee, das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Ich konnte flüssig aufs Rad steigen und dann begann tatsächlich auch so das Grinsen in meinem Gesicht noch größer zu werden, weil die Komfortzone dann auf einmal wieder da war. So, Radfahren, da hast du dich nicht verschluckt? Nee. Wie lief das Radfahren denn? Mega. Also wir hatten ja diese 33 km/h Wind und der Wind stand aber so sensationell genial, dass du, also das war so eine 20 Kilometer Strecke, die bist du 2-mal gefahren und du bist im Grunde genommen so knapp unter 5 Kilometer rausgefahren gegen den Wind. Das war völlig in Ordnung, also da war halt ein bisschen anstrengend, aber es ging. Und dann bist du 10 Kilometer mit Rückenwind von dem einen Ende bis zum anderen Ende durch Otterndorf durchgefahren. Und hattest echt, also du hast auf dein Tacho geguckt und hattest einfach nur so ein berauschendes Gefühl. Sehr gut. Allerdings hast du dann voll die Backpfeife gekriegt, als du am Hadelner Kanal die 5 Kilometer ja, wieder mit Gegenwind. Da steht der Wind dann ja richtig von vorne. Das, und dann musst du noch den Berg an der Schleuse hoch. Den Berg, ja. Der Berg ist der Deich hier, also es geht dann 6 Meter hoch oder 9 vielleicht auch da, aber okay, alles klar. Aber davon musstet ihr auch 2 Runden fahren. Auch 2 Runden, genau. Dann bist du immer noch Letzte gewesen, oder? Nee, da konnte ich tatsächlich ein paar wieder einholen. Wie viele das jetzt waren, das konnte man dann beim Radfahren nicht mehr so richtig beurteilen, weil du bist in deinen Startblöcken, sag ich jetzt mal, beim Schwimmen ja mit den Olympischen zusammen gestartet. Aber beim Radfahren hat sich das vermischt, weil dann parallel irgendwann die Sprinter gestartet sind und die Staffeln. Und auf der Radstrecke waren dann irgendwann alle. Okay, alles klar. Da kannst du nicht genau sagen, wen du überholt hast und wer dich überholt hat.
Und dann geht's aber ja auch noch zum Laufen. Genau. Socken angelassen, Laufschuhe an? Ja. Und dann? Und dann ging's los. Und die erste Runde, die war zum Kotzen. Weil du hast. Wie viele Runden musstest du denn? 4 Stück. Also 2,5 Kilometer und 4 Stück davon. Und die erste Runde war erstmal so dieser Umstieg, diese muskuläre Umgewöhnung vom Rad aufs Laufen. Da hast du gedacht, du läufst rückwärts. Hast du kein Koppeltraining gemacht? Doch. Dann und ich wusste das, also das, nach der ersten Runde lief es dann ja auch und ich hatte dann auch den Tipp gekriegt von einem Triathleten, der schon öfter macht, dass du kurz bevor du in die Wechselzone reinfährst quasi, dass du die Trittfrequenz ganz, ganz hoch schalten sollst, also dass du ganz schnell trittst, damit die Beine schon mal so ein bisschen aus diesem schweren Gang rauskommen. Okay. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich vom Rad runter und laufen ist immer die Hölle. Vom Cyclocross kennt man das ja auch. Das ist ja auch die große Schwierigkeit, da richtig Gas zu geben auf dem Rad und dann nochmal eben Berg hochlaufen und dann wieder aufs Rad und sowas. So ähnlich ist es beim Triathlon eben auch. Du kommst da an und dann hast du das Gefühl, irgendwie die Beine funktionieren gar nicht. Ja, und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt so gar keinen Überblick mehr. Also ich hatte zwar meine Uhr laufend, aber ich habe mir gerade irgendwie einen Tag vorher eine neue Sportuhr geholt und wusste noch nicht so richtig, damit umzugehen. Das heißt, ich war irgendwie 40 Kilometer in der Wechselzone und ach, das hat irgendwie alles nicht hingehauen mit den Zeiten. Und dann habe ich vergessen zu stoppen, zu starten und wusste quasi gar nicht, wie lange ich schon unterwegs bin. Also das habe ich voll das Zeitgefühl verloren. Aber du hast Hilfe gekriegt. Aber ich habe Hilfe gekriegt dann beim Laufen, also weil ich habe ja eben schon erzählt, Arbeitskollegen waren da und ein paar Freunde und die haben mich echt fleißig angefeuert mit total süßen Schildern und dann habe ich dann irgendwann erfahren von Maike, dass ich, wenn ich so weiterlaufe, die 3 Stunden, also unter 3 Stunden bleibe und das habe ich im Leben nicht mehr gedacht, weil erstmal, weil der Wind halt auf der einen Seite da war und ich hatte halt 6 Wochen Trainingsrückstand. Kurz vorm Triathlon hat es mich gesundheitlich 2-mal so ausgenockt, dass ich nicht mehr trainieren konnte. Und ich war froh, wenn ich es überhaupt in den 4 Stunden, in denen du es schaffen musst, geschafft hätte. Also 4 Stunden war so dein Worst Case, aber du bist dann auch unter 3 Stunden geblieben? Ja, tatsächlich. Also 2 Stunden 57 habe ich am Ende gebraucht und ich war also locker unter 3 Stunden. Hammer, mega glücklich. Hättest ja fast noch eine Runde laufen können. Ja, also es war auch, du bist da so voller Adrenalin in dieses Ziel reingesprintet und da hast, also du, dein Körper war so voller Adrenalin, dass du dachtest, wie, das war's jetzt schon? Wollen wir jetzt nicht noch mehr machen? So, und dann hast du gegessen und dann bist du um 20 Uhr schlafen gegangen, weil du so fertig warst. Ja, aber ich kenne das gerade so nach dem Triathlon, das ist schon auch echt ein Glücksgefühl, wenn man da durch ist, ne? Wenn man alle 3 Disziplinen hinter sich hat und so. Völlig egal, welche Platzierung man hat oder wie schnell man gewesen ist. Also ich glaube, das Dabeisein ist beim Triathlon echt so eine gute Sache. Aber du hast auch eine gute Platzierung. Ja, ich bin die 12. Frau geworden in einer olympischen Distanz. Also es sind 20 Leute, also 20 Frauen gestartet. Ich bin die 12. geworden. Das ist eigentlich auch, glaube ich, ganz okay. Und insgesamt habe ich noch, also obwohl ich wirklich so schlecht gestartet bin, noch 20 Leute überholt. Also ja. Menschen insgesamt. Sehr gut. Okay, also das, ich höre mal raus oder ich empfinde das gerade so, als wenn das nicht dein letzter Triathlon gewesen ist. Nee, ich habe schon gesagt, das nächste Jahr ist safe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich muss auch mal wieder beim Triathlon starten, aber für mich scheidet ja Schwimmen aus wegen Unvermögen und Laufen wegen Gesundheit. Ich kann nur noch in der Staffel starten. Ja, auch das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, werden wir mal sehen. Ich werde das mal ausprobieren. Also, wenn du auch mal Lust hast, das auszuprobieren, wir haben ja tatsächlich eine Folge, wo wir uns auch schon mal ein bisschen mit Triathlon beschäftigt haben. Uns gerne mal schreiben, wenn du noch ein paar Tipps haben willst oder von Marlin ein paar Ratschläge haben willst, was schiefgegangen ist und was gut gelaufen ist. Wenn du überlegst, Triathlon zu machen, mach es einfach. Völlig egal. Fang an zu trainieren, Laufen ist einfach, Schwimmen ist einfach, Radfahren, ja eh, Fahrrad ist immer ein Teil der Lösung, würde ich sagen. Sowieso. Und von daher, also wenn du es so entspannt angehen kannst auf dem Rad wie Maylin, dann hast du auch eine Disziplin zum Ausruhen. Und übrigens, die Ausruhdisziplin beim Triathlon ist immer Radfahren. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Wenn ihr jetzt einen Faktencheck macht und sagt, naja, Maylin, das ist vielleicht doch nicht dein erster Triathlon. Ich kann den Faktencheck machen. Du hast mir erzählt, du hast doch schon mal einen Triathlon gemacht, ne? Ein Triathlönchen vielleicht. Es gibt in der Wingst den GoSports Triathlon der Schüler. Also da ist jedes Jahr, einmal im Jahr, gibt so einen Schülertriathlon, also mini, mikro, kleine Distanzen und alle kommen mit ihren Schulfahrrädern dahin oder die werden dahin transportiert und wird ein ganz bisschen geschwommen, ganz bisschen gelaufen, ganz bisschen Rad gefahren, aber
es wird so ein bisschen dieser Triathlon-Geist gesät, ne? Ja, genau. Also das war der allererste Go-Sports-Triathlon, den es gab. Da habe ich mitgemacht. Das war 2008. So alt bist du schon. Ja, 2008 war der erste. Und da war ich dabei in der Staffel. Also noch nicht mal den ganzen alleine. Ich wollte mit dem Radfahren starten. Also um die Distanzen nochmal eben zu nennen. Das sind 100 Meter Schwimmen, 4 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen. Und ich wollte mit dem Rad starten und habe gedacht, boah, 4 Kilometer, das ist voll die weite Distanz, das ist ja die weiteste von allen dreien, ich gehe lieber laufen. Na. Und da habe ich voll verkackt. Aber wenn du dabei warst, also im dieser Go-Sports-Triathlon in der Wings für die Schüler, der hat ja auch vieles schon hervorgebracht. Ich sag mal jetzt, Goldmedaillengewinner Lasse Lührs hat genau damit angefangen. Also vielleicht müssen wir ein bisschen erklären für die, die nicht aus der Region sind. Wenn du jetzt hörst, Mensch, Go-Sports, was ist da los? Die Mutter von Lasse Lührs, die ist eine, die das mitorganisiert, diesen Triathlon. Und Lasse Lührs, wem das nicht sagt, der hat in der Triathlon-Staffel die Goldmedaille jetzt in Paris gewonnen. Und das ist alles da in der Wings gestartet. Genau, der hat da seine ersten Triathlonse gemacht. Und ja, ich habe Olympia verfolgt und ich habe echt mitgefiebert. Ich muss gestehen, am Anfang wusste ich nicht, dass er hier aus unserer Region kommt. Ach, wusstest du? Ja gut, nee, ich kenne Lasse nicht. Schon noch als kleines Kind, also weil ich die Eltern auch kenne. Lasse ist mir als Kind und als Jugendlicher, kenne ich ihn schon. Und als Jugendlicher war es schon so, ich würde mal sagen, er war 12, 13 vielleicht. Wenn er dann irgendwo hingefahren ist, Skifahren, Sportwettkämpfe oder sonst irgendwas. Die anderen Kinder sind bei McDonald's rein, er nicht. Okay. Der hat damals schon so eisern sich an Ernährungsregeln gehalten als Kind und Jugendlicher. Das war wirklich beeindruckend. Also schon früher ein Ziel vor Augen gehabt und es hat ja auch irgendwie geklappt. Ich glaube, er hat damals schon das Ziel Triathlon-Goldmedaille vor Augen gehabt. Und das finde ich enorm, also wie man über so viele Jahre auf dieses Ziel hinarbeiten kann und das dann dass es dann auch noch Realität wird, das ist ja echt unfassbar. Ja, also was da in einem vorgeht, das kann ich mir gar nicht ausmachen. Wenn ich schon solche Glücksgefühle in Otterndorf habe, wie viele Glücksgefühle muss man denn in Olympia haben? Ja, vielleicht werden wir das ja nochmal erfahren. Wir können ja gerne mal versuchen, Lasse Lührs nochmal hier ins Podcast-Studio zu kriegen. Das wäre bestimmt interessant, wie das da gelaufen ist, wie Vorbereitung, die Jahre und wie der Wettkampf dann gelaufen ist. Das, vielleicht gibt es mal ein paar Insights. Können wir mal unsere Kontakte spielen lassen. Ich habe mal, frag mal an und dann gucken wir mal, ob Lasse bereit ist, mal hier in den Podcast. Das wäre auf jeden Fall, da hätten wir den ersten Olympia, nee, haben wir nicht, ne? Der Dings war eben hier, ja, Förstemann war doch auch schon, auch, genau. Ja, also nicht unser erster, aber wir hätten mal einen aktuellen Olympia. Genau, sogar. Ich habe ja mal aus Spaß, habe ich ja mal geguckt, was er für eine Zeit auf der olympischen Distanz hatte, um so zu vergleichen, wo mein Potenzial noch ist. Ja, es war auch unter 3 Stunden, glaube ich. Ja, definitiv unter 3 Stunden, er war sogar unter 2. Ja. Also ich habe auch nur eine Stunde 10 mehr gebraucht. Es ist immer wieder verrückt, was das was die Profis, was die absolute Weltklasse dann doch wie viel schneller, das ist einfach enorm. Ja. Und dann weiß man die Leistung auch mal richtig einzuschätzen. Aber wir können festhalten, Cuxhaven, der Landkreis Cuxhaven ist auf jeden Fall auch irgendwie eine Triathlon also Region. Vor allen Dingen die Wingst ist eine Triathlon, also hast du den Zeitungsartikel gelesen über die beiden Jungs, die auch über Go-Sports Den Ironman jetzt einfach mal nach 6 Monaten Vorbereitung in Angriff genommen haben. Aus dem Stegreif, ja, ich finde es einfach Wahnsinn. Wir haben hier ja so viele Leute, die Ironman machen. Auch Anke Schmitz-Elbenich, die da auch auf Hawaii war. Und noch viele, viele andere, die da echt ein Ironman nach dem anderen machen. Ja, Frank irre. Auch. Und also auch richtig gut dabei sind. Und also da haben, ja, es gibt wir schon. Wir haben schon ein paar gute Sportler hier. Dafür, dass es in Cuxhaven keinen Triathlon-Verein gibt, ist das eigentlich eine relativ große Hochburg. Also passt so gar nicht zusammen. Der Landkreis ist da stark, die Stadt noch nicht so. Aber das kann ja sich mit dir ändern jetzt. Ja, wer weiß. Ja, habt ihr mal die Begeisterung für den Radsport oder den Triathlon-Sport rausgehört? Und die Begeisterung für solche sportlichen Events oder für so sportliches Radfahren ist ja auch immer, das ist ja so eine richtige Herzensangelegenheit. Das sollte aber das Alltagsfahrradfahren ja eigentlich auch sein. Auf jeden Fall. Also für mich ist es das. Für mich ist es auch. Ich bin da auch immer mit vollem Engagement und Herz dabei, wenn es um Alltagsradfahrtthemen geht.
Und die werden ja auch manchmal abgefragt. Also es gibt ja jetzt wieder den Fahrradklimatest. Genau, seit dem 1.9. ist der wieder veröffentlicht worden. Also du kannst jetzt teilnehmen und du solltest sogar jetzt teilnehmen. Es ist echt spannend, was dabei rauskommt und du kannst deine Stadt vor Ort bewerten. Wie ist da die Infrastruktur, was wird getan für den Radverkehr und so weiter. Also du musst das gar nicht unbedingt bewerten, du kannst auch da einfach deine Gefühle da äußern. Also wie empfindest du denn die Radfahrinfrastruktur in deiner Stadt oder wie empfindest du das Angebot an Leihrädern oder an Mobilitätssplits in deiner Stadt? Also da sind sehr, sehr viele Fragen. Die Umfrage, wie lange dauert die? Viertelstunde, glaube ich, ist man dabei, ne? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann kannst du auch mal ein bisschen reinfühlen, welche Themen da abgefragt werden, was für Verwaltung, Politik wichtig ist, was die wissen wollen und deine Meinung dazu sagen, wie du die Radfahrsituation, die Infrastruktur, die Förderung bei dir in deiner Gemeinde, in deiner Kommune beurteilst. Und das ist total wichtig. Je mehr Leute natürlich teilnehmen, umso besser wird das Ergebnis, umso valider wird das Ergebnis. Also fühl dich ermutigt, mal teilzunehmen. Und wenn du Cuxhavener bist, dann mach es unbedingt, weil wir mit der Beteiligung immer noch nicht in Cuxhaven so richtig zufrieden sind. Und ich finde es auch immer spannend, wirklich mal intensiv zu reflektieren. Also was ist eigentlich seit dem letzten Jahr passiert? Weil wir tendieren ja auch immer dazu, einfach zu sagen, ja, ist alles scheiße. So, und wenn man sich dann mal wirklich überlegt, okay, was hat sich denn verändert und mal vor Augen führt, wo vielleicht schon was passiert ist, dann ist man vielleicht doch gar nicht so negativ gestimmt. Ja, stimmt. Also sind vielleicht auch ein paar positive Sachen. Also man kann auch positive Sachen äußern, darf unbedingt. Man. Unbedingt. Soll man also sogar. Man soll nicht nur meckern. Also übrigens positiv finde ich auch, dass nach Stadtradeln und Mobilitätsbefragung jetzt tatsächlich auch noch eine Mobilitätswoche in Cuxhaven stattfindet. Ja, das finde ich auch total stark. Also ich habe das in den umliegenden Städten immer schon beobachtet, dass sie da viel machen und dass Cuxhaven jetzt mitzieht, finde ich richtig gut. Ja, die Mobilitätswoche in Cuxhaven ist vom 16. bis 22. September 2024 die Europäische Mobilitätswoche, 16. bis 22. September in Cuxhaven. Und was findet da so statt? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht die Stadt? Also wir haben zum Beispiel eine Verkehrszählung unter dem Motto Warten und Raten. 16. bis 22. September in der Friedrich-Karl-Straße. Also ich würde jetzt nicht dazu auffordern, die übermäßig zu benutzen in der Zeit, aber in jedem Fall ist ja ganz interessant, dass man da mal zählt, wie viele Leute da wirklich durchfahren. Und das ist ja so ein Punkt auch, wo wir schon öfter mal drüber gesprochen haben, wo so eine Bedarfsampel ist, also oder Bettelampel auch genannt. Und das soll sich ja ändern. Also das wird nochmal ganz interessant. Da werdet ihr, wenn ihr da lang fragt, auch zu befragt. Dann haben wir am Mittwoch, den 18. September, eine total coole Veranstaltung. Also ich glaube, dass sie cool wird. Da ist nämlich Poetry Slam macht Stadtradeln. Das findet im Captain Ahabs statt um 17.30 Uhr und da ist der Eintritt frei. Ja, Poetry Slam finde ich ja dann ganz interessant. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kann ich auch ein paar gute Argumente mitnehmen. Captain Ahabs Club ist so ein Musikclub und bietet eine Bühne, bietet Sitzplätze, bietet was zu trinken. Also da ist es völlig egal, wie das Wetter ist. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ja, und es wird während dieser Veranstaltung tatsächlich auch eine Siegerehrung und Preisübergabe der Stadtradeln-Gewinner geben. Also wenn du in Cuxhaven beim Stadtradeln mitgemacht hast, musst du natürlich sowieso da sein, weil du musst ja deine Gewinne abholen. Oh, oh. Also doppelt anzumerkender Termin im Kalender, Mittwoch, 18. September, 17.30 Uhr im Captain Ahabs. Und dann haben wir Donnerstag, den 19. September ab 18 Uhr, mit dem ADFC und die Stadt Cuxhaven und die Polizeiinspektion laden zum ersten Radforum ein. Beginn 18 Uhr im Saal des Rathaus. Alle Veranstaltungen sind mit freiem Eintritt und wir werden den Link hier in den Shownotes teilen. Dann kannst du dir das alles nochmal schriftlich ziehen. Sehr schön. Also, wenn du bei der Mobilitätswoche dabei sein möchtest, dann geh in die Shownotes und schau dir genau das Programm an. Wie dabei sein möchte, man ist doch immer dabei. Ja, natürlich, das sowieso. Also, wer in der Mobilitätswoche kein Fahrrad fährt, naja, da, dann bist du hier im Podcast falsch. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, würde ich mal sagen. Und in der Mobilitätswoche sowieso. Sowieso. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Jetzt haben wir so viele Termine gerade angekündigt, aber es gibt noch mehr anzukündigen.
Ja, wir haben auch unseren Flohmarkt, ne? Der letzte in diesem Jahr. Der letzte Fahrradflohmarkt in diesem Jahr findet zusammen statt mit dem großen Flohmarkt in Döse, Obnödös, der hier dieses Jahr neu organisiert ist. Aber wir sind ja Klassiker eigentlich. Genau, wir waren früher da. Oh nee, das glaube ich nicht. Zumindest Obnödös mit dem Termin. Gibt's auch schon ganz schön lange. Also, aber auf diesem Termin waren wir erst. Ja, das war ja gar nicht sicher, dass Obnödös dieses Jahr stattfindet. Also wenn du dich fragst, warum die beiden sich überschneiden, guck doch einfach mal morgens bei uns vorbei, dann kannst du nachmittags Obnödös gehen. Bei uns startet der Flohmarkt am 14., den Samstag, also 14.09. um 10 Uhr. Genau, um 10 Uhr bis 13 Uhr. Und du kannst, wenn du Lust hast, dein Fahrrad zu verkaufen, dann komm vorbei, kannst dich einfach hinstellen, kannst dich kostenlos bei uns aufs Gelände stellen, kannst dein Fahrrad anbieten und gucken, ob du irgendwelche Kunden dafür findest. Wir bieten dir auch einen Service an. Für 10 Euro kannst du dein Fahrrad bei uns abgeben am Donnerstag und Freitag. Dann bieten wir das für dich an und dann kannst du einfach am Samstag um 13 Uhr kommen und dir das Geld abholen. Oder wenn es nicht erfolgreich war, eben auch wieder dein Fahrrad abholen. Aber das ist ein Service, den wir dir anbieten, falls du dein Fahrrad nicht selber verkaufen willst. Genau. In Rad und Tour Insight gehört vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung von dir als Kunden oder von den Kunden allgemein. Vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden und uns einig werden darüber, was man erwarten darf, kann oder sollte. Okay, das klingt jetzt hier nach einem ganz schön kritischen Gespräch. Ja, also das ist kein kritisches Gespräch. Also wir haben ja das Versprechen und du hast mich gerade nochmal darauf angesprochen, auf unserer Homepage steht, immer wenn du dein Fahrrad in die Werkstatt bringst, steht dir ein Ersatzrad zur Verfügung. Wir haben das jetzt öfter oder ich habe es jetzt öfter schon erlebt, dass Kunden das dann fordern und auch noch kostenlos. Aber von kostenlos war noch nie die Rede. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Regel unseren Kunden für eine kurze Reparaturzeit, 1-2 Tage, ein kostenloses Ersatzrad stellen. Aber von kostenlos war tatsächlich nie die Rede und das war auch noch nie unser Versprechen. Das ist wahrscheinlich dieses, hat sich langsam eingeschlichen und eingebürgert und jetzt erwartet es jeder. Ja, aber wenn du ein kostenloses Ersatzrad, dann ist ja eine Mobilitätsgarantie. Die können wir ja auch bieten und deswegen verkaufen wir oft Versicherungen. Also wenn du eine Versicherung für dein Fahrrad kaufst bei uns, das Fahrrad versicherst gegen Diebstahl, gegen Vandalismus, gegen Verschleißschäden, dann ist auch eine Mobilitätsgarantie dabei. Also dann ist garantiert, dass du ein adäquates Ersatzrad bekommst. Nur diese Versicherung kostet Geld. Also die ist beim E-Bike zumindest sogar gar nicht mal teuer. Sprich uns einfach mal drauf an, wenn du sowas abschließen möchtest. Das macht durchaus Sinn, gerade bei E-Bikes. Bei Fahrrädern ist es manchmal ein bisschen kritisch. Cuxhaven ist in so einer Schadensklasse, wo die Versicherung wirklich günstig ist. Macht also echt Sinn. Aber dann hast du eine Mobilitätsgarantie. Das, was wir als Laden bieten können, ist einfach nur, wir versuchen dich mobil zu halten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, aber wir können keine Fahrräder verschenken. Okay, ja, das verstehe ich. Also das ist schon ein bisschen der Unterschied zwischen Mobilitätsgarantie und wir versuchen dich irgendwie mobil zu halten. Wir versuchen das ja, aber wenn du dann einen längeren Zeitraum hast, du kriegst von uns auch ein Mietrad und kannst das dann bezahlen. Also wir halten dich schon mobil, aber nicht kostenlos. Das schaffen wir tatsächlich dann nicht. Und das ist, glaube ich, einfach ein bisschen mal der Unterschied. Das muss man einfach mal klarstellen. Es gibt Mobilitätsgarantien, die kann man kaufen, bezahlt man auch. Und es gibt dann unsere Bemühung, alle Menschen mobil zu halten und das möglichst kostengünstig oder umsonst. Aber das ist einfach nur das ist ein Versuch, wo wir nicht das Gelingen garantieren können. Okay, das ist aber dann ja schon immer noch mehr, als was man in Autowerkstätten kennt. Also da bezahlt man ja eigentlich immer für den Ersatzwagen. Ja, da bezahlst du für einen Ersatzwagen und wenn du Mobilitätsgarantie hast, dann zahlt das auch diese Versicherung, aber die kostet eben auch Geld. Und ansonsten, die Autowerkstätten, die ich kenne, da kannst du dann sehen, wie du zurückkommst, ne? Wie zum Beispiel aus Italien. Ja, das ist dann noch ganz krass, wenn du aus Italien. Also das ist ein anderes Thema, da will ich ja lieber gar nicht drüber reden. Auch noch nicht mal bei Insight, aber wenn du schon ganz normal dein Auto zur Werkstatt bringst, dann musst du irgendwie sehen, wie du wieder zurückkommst, ne? Ja. Also das machen wir hier besser. Ich bitte um Verständnis dafür, dass das nicht alles kostenlos sein kann. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Heute mal ein bisschen anders, keine ganz festgelegte Tour für dich, sondern mal ein Ausflugstipp. Ein Ausflugstipp für alle, zumindest ganz schnell erreichbar, die im Elbe-Weser-Dreieck wohnen, oder? Genau. Ich war zum Beispiel da, gerade eben erst. Mittendrin im Elbe-Weser-Dreieck befindet sich der ehemalige Truppenübungsplatz in Gahlstedt. Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel mit der Bahn anreisen möchtest, dann wäre so der Bahnhof Oldenbüttel oder Ostdeutsch-Scharmbeck für dich
ziemlich gut von der Distanz und dann kannst du da in wenigen Kilometern schon sein. Und was ist denn so Besonderes daran? Also was macht denn da Spaß oder was ist, was hat dich fasziniert, Maggie? Also mich fasziniert halt dieser Facettenreichtum da, weil du hast alles. Also ich glaube, dass da jeder auf seine Kosten kommt beim Radfahren. Ich war jetzt selber mit dem Gravelbike da und ein Kumpel von mir ist mit dem Mountainbike gefahren und du hast da geile Gravelstrecken, tolle Waldwege, du hast Heideblüte, toller alter Wald auch, also mit vielen großen, hohen Bäumen. Du hast aber auch ein bisschen Moor und viel zu sehen. Und es gab dafür die Mountain, also eigentlich nicht für Mountainbiker und Graveler, eigentlich für Panzer. Aber so fahren da nicht mehr, oder? Die fahren da nicht mehr. Das sind so ganz viele kleine Hügel hintereinander und die werden halt irgendwann immer größer und da kannst du dann halt so rüber schmettern. Aber es ist jetzt auch nicht nur sportlich. Also du hast auch außen und zu eine große, breite Panzerstraße, die halt auch voll asphaltiert ist und das mitten in so einem voller Natur. Also das ist echt wirklich schön da. Ja, also Galschild ist auch Wolfsgebiet, ne? Wolfsrudel, mehrere glaube ich sogar, Hirsche. Du kannst also wirklich auch in der Tierwelt einiges erleben. Ja. Ich bin auch von dem alten Wald sehr fasziniert gewesen. Biergarten habe ich auch entdeckt da. Genau. Ja. Also alles da, was man braucht, um wirklich mal ein paar schöne Touren zu fahren. Ja, und ich bin da erst, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt an diese Orbit 360-Reihe während Corona. Da bin ich ja den Bremer Orbit gefahren, der fuhr, also da war die Strecke auch da lang und da musste ich mitten in Galschied abbrechen, weil mir das zu gruselig wurde, im Dunkeln durch diesen Wald zu fahren. Aber jetzt habe ich ihn im Hellen gesehen und der ist gar nicht mehr so gruselig. Im Hellen nicht gruselig, also kein Hänsel- und Gretel-Wald, sondern ja, auch keine Wildschweine. Wald. Zumindest habe ich keine gesehen. Naja, da sind welche. Oder die Wölfe haben sie schon alle aufgefressen. Wahrscheinlich. Was ich noch mega gut fand, also du bist ja so ein Fan von alten Bahntrassen. Bahntrasse habe ich jetzt nicht gesehen, aber eine alte Panzertrasse. Die ist sehr zugewachsen, aber du kannst da quasi durch dieses ganze Gebiet zumindest sehr, sehr lange durchfahren und bist dann auch so durch alte Tunnel gefahren und sowas. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Aber ist halt, wie gesagt, sehr schmal. Also da eignet sich dann doch tatsächlich ein bisschen breitere Bereifung und ein sportliches Rad. So, und der Unterschied ist ja, du hast keine von uns vorgegebene Tour. Galstedt, guck dir das einfach mal an und dann erkunde das mal auf eigene Faust. Fahr deine Wege, so wie du gerade lustig bist, so wie das zu deinem Fahrrad passt und was dir gefällt. Auf jeden Fall von uns ein absoluter Tourentipp, mal hinzufahren. Gerade jetzt im Herbst die Herbststimmung mitzunehmen, die Heidestimmung mitzunehmen, den herbstlichen Wald. Goldener Oktober kommt bald. Also es gibt die nächsten Wochen wirklich genügend Möglichkeiten, da mal hinzufahren und das Gelände richtig zu genießen. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Ja, das Bike der Episode, das ist so eine Geschichte. Wir waren ja ganz fest davon überzeugt, dass du von uns schon mal was über das Camino oder über die verschiedenen Caminos gehört hast. Aber aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben festgestellt, so genau war es nicht. Es gab mal zur Einführung ein Video, aber noch nicht als Bike der Episode in unserem Podcast. Das werden wir nachholen beim nächsten Mal und dann werden wir euch das Camino mal richtig vorstellen. Aber jetzt bin ich eigentlich mal ganz interessiert daran, was hat denn Lasse Lührs gefahren? Was fährt Lasse Lührs für ein Fahrrad? Der fährt auch ein Stevens Arcalis Generation 2. Das ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Rad. Ich würde jetzt, und was hast du gefahren bei deinem Triathlon? Das Simplon von Michi. Das Simplon Pride. Ja. Also zwei Aero-Rennräder, also beides sind Rennräder, beides sind Aero-Rennräder. Warum fahren Triathleten denn Rennräder? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wäre eigentlich mit meinem Gravelbike gestartet, aber das war definitiv besser. Okay, alles klar. Also ihr merkt schon, Marlene hat sich da noch nicht ganz so viel Gedanken drum gemacht, welches Rad sie fährt, aber sie hat eigentlich das richtige Rad gefahren. Sie hat ein Simplon Pride gefahren, das ist ein Aero-Rennrad. Das gibt es auch als leicht abgewandelte Version als Triathlon-Maschine. Dann ist es noch kein richtiges Triathlon-Rad, aber eben noch ein bisschen erweitert. Und für 40 Kilometer macht es einfach noch gar keinen Sinn, eine richtige Triathlon-Maschine zu fahren. Da fährt man einfach ein Aero-Rad, was man ein bisschen mehr in die Richtung bringt und fährt noch nicht wirklich ein Triathlon-Rad. Und Triathlonräder fährt man dann wirklich auf der Mittel- und Langdistanz. Da macht es dann Sinn, weil einfach die Radstrecke sehr viel länger ist und man dann entspannt auf dem Auflieger liegen will und aerodynamisch möglichst gut vorwärts kommen will.
Okay, also wenn man so Kurzdistanz macht, wie wir das gemacht haben, also Lasse ja auch in der Sprint- und olympischen Distanz, dann macht ein Aero-Rennrad mehr Sinn. Ja, also natürlich macht auch ein Rennrad Sinn. Du kannst die Kurz- und olympische Distanz natürlich auch mit dem Rennrad fahren. Andere fahren ja ganz mit ganz normalen Rädern. Es gibt auch Leute, die mit dem Gravelrad fahren, habe ich schon gehört. Aber ein Aero-Rennrad ist mit Sicherheit genau die richtige Wahl für Volksdistanz und olympische Distanz. Also von daher, Stephens Akalis, unser Tipp dafür. Ein sehr, sehr schönes Fahrrad, aerodynamisch sehr, sehr gut gemacht. Und je nachdem, welche Komponenten du ranbaust, da müssen wir vielleicht mal sagen, das Akalis ist aus dem Custom-Programm von Stephens. Und das bedeutet, du suchst dir deinen Rahmen aus und kannst dann alle anderen Teile frei konfigurieren und die da ranbauen. Du kannst also Laufräder, Lenker, Schaltgruppe, kannst alles aussuchen, über den Sattel, über die Griffe, über die Farbe des Lenkerbandes, kannst du im Konfigurator machen und kannst dir dein Akalis so gestalten, wie du es haben willst. Akalis Generation 1, Generation 2, was auch immer. Oder wenn du genauso wenig Ahnung hast wie ich, dann darfst du auch gerne im Fahrradgeschäft dich beraten lassen. Ich wüsste nämlich nicht, was ich aussuchen soll. Ich würde mich dazu tatsächlich auch beraten lassen, weil da gibt es so ein paar Sachen, die nicht so schlau sind in der Kombination und die vielleicht auch nicht ganz so praktisch sind, je nachdem, was du für Bedürfnisse hast. Deine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt bei uns in der Beratung. Das werden wir abklären, was genau deine Bedürfnisse sind. Und dann kriegst du von uns das Rad empfohlen, was perfekt für deine Bedürfnisse passt. Also lass dich beraten, mach einen Termin, komm vorbei. Wir nehmen uns Zeit. Wenn das so speziell ist, dann bring auch gerne mehr als eine Stunde mit, bring mal anderthalb Stunden mit und dann haben wir dein Custom-Made Stephens Akalis auch so konfiguriert, dass es dein Traumrad wird. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Jetzt ist der Podcast raus und dann geht für mich mal eine richtig aufwendig stressige Woche los. Ja, wir fahren erstmal nach Hamburg, ne? Ja, ich bin vorher schon da, muss noch 2 Tage irgendwie einen Overnighter organisieren. Dann kommst du dazu, dann fahren wir die Cyclassics. Dann gibt es eine neue Radpräsentation, da werden wir euch natürlich demnächst auch das neue Rad vorstellen. Vielleicht müssen wir im Bike der Episode diesmal 2 Fahrräder sogar vorstellen. Und dann geht's nach Berlin zur Viva Velo. Das ist ein straffes Programm, aber was ist die Viva Velo? Das ist tatsächlich politische Treffen der Fahrradbranche, endet im Parlamentarischen Abend, Robert Habeck ist da und ich. Das reicht ja schon. Und ganz viele andere aus der Fahrradbranche und aus der Politik sind da. Ist eine Fachtagung tatsächlich und wir werden darüber berichten, was da gelaufen ist und welche Fortschritte es gibt. Ich bin sehr gespannt.